Hallo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schrabenkram und Dönekes mit Ulrike Weseli und Jutta Kunze. Heute haben wir ein ganz besonderes Team hier, nämlich Chris und Nick. Und was werden die wohl für uns machen? Eine musikwissenschaftliche Abhandlung zum Thema die Geschichte der singenden Säge. Sowas wie das hier zum Beispiel? Oder sowas wie das hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Musik rauskommt, aber vielleicht sollten wir uns von den beiden das mal zeigen lassen. Wir sind sehr gespannt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind gebeten worden, Ihnen eine musikwissenschaftliche Studie der Universität Kirchhundem vorzustellen. Es handelt sich hier um die über 600-jährige Geschichte der singenden Säge als Musikinstrument. Bei einer Studienreise in Sevilla hörte Georges Bizet zum ersten Mal die hypnotisierenden Klänge einer singenden Säge, und zwar als Begleitmusik zu einem andalusischen Tanz. Er war so sehr von der penetranten Klangqualität, von dieser hypnotisierenden, singenden Säge beeindruckt, dass er diese Habanera benutzt hat für seine inzwischen weltberühmte Oper Carmen. Hören Sie nun Bizets Vorbild in der Urfassung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen und hören, stellen wir die Musikgeschichte völlig auf den Kopf. Es ist kaum zu glauben, aber ein Großteil unserer Musikkultur ist Plagiat, Fälschung, geklaut. Und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind heute in der einzigartigen Lage, endlich die Wahrheit über unsere Musikkultur zu erfahren. Und nun wollen wir zeigen, dass man es auch anders drehen kann. Man nehme zum Beispiel ein vorhandenes Material und schreibt es um für die große Konzertsäge. Dieses Verfahren nennen wir Fachleute Bearbeitung oder Arrangement.
Wir verabschieden uns nun mit einer Übertragung aus Aram Khachaturians Gayane Ballett. Und zwar nicht mit dem Säbeltanz, nein, mit dem Sägentanz. Nick und Chris und ich fand, das war eine fantastische Vorstellung. Und wie man es nicht macht, das sehen wir gerade hier links. Ich habe alle ausprobiert. Was ist das denn eigentlich für eine Säge? Also ich habe das mal hier in dem Katalog nachgeschlagen. Das ist eine Bügelsäge für Metall. Bügelsäge? Ja, wird bei der Metallbearbeitung und Montagearbeiten verwendet. Also mit singender Säge hat das eher nichts zu tun. Ich habe alle ausprobiert. Alle Sägen, die hier liegen, aus dem Museum, aus dem Schrappenhof. Ja, okay. Keine klingt gut. Dass die nicht funktioniert haben, kann ich mir vorstellen, weil da sind zum Beispiel dabei eine Stichsäge, eine Zweihandstichsäge, eine Schrotsäge, eine Handbügelsäge, eine Feinsäge, Fuchsschwanz, was auch immer hier, was ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also. Weißt du was? Wir werden daraus das Dings im Hof machen. Mhm. Das ist prima, das ist eine super Idee. Nur Musik machen wir besser nicht mehr da drauf. Jedenfalls du nicht. Wie heißt diese Säge? Einen Griff auf der rechten Seite. Einen auf der linken. Und nochmal den auf der rechten Seite. Und wieder auf der linken. Habt ihr sie jetzt im Ganzen gesehen und erkannt, was es für eine Säge ist? Tja, wenn ihr es erkannt habt, dann schickt doch bitte die Lösung an info@mut-sauerland.de. Und nächste Woche wieder einschalten um 18 Uhr. Nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.